Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Waffenkammer, wo kleinere Waffen gewartet und mit Upgrades versehen werden. Mit Universalwerkzeug, computerunterstütztem Design und Einzelfertigung können wir verschiedene neue Modelle herstellen. Gut, also Waffenkammer haben wir hier und in der Waffenkammer wird sich hauptsächlich Jacob aufhalten. Aber wir gehen erstmal in den Spind und schauen uns erstmal an. Wir können jetzt für alle Teammitglieder hier bestimmen, was sie tragen sollen. Da haben wir zum Beispiel die schwere Pistole. Was haben wir denn da so zur Auswahl? Da haben wir einmal die Predator. Gut, die Texte, der ist jetzt aber nicht vor dabei. Und die Phalanx oder... Ich dachte, da gibt es auch irgendwelche Werte, die dran stehen. Okay, effektiv gegen Panzerung, schwach gegen Schilde und biotische Barrieren. Effektiv gegen Panzerung, achso, das ist generell so, okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Phalanx, weil die Predator ja die Standardwaffe ist, die man sonst immer hat. Gut, nehmen wir die und den Granatwerfer möchte ich nicht haben. Stattdessen können wir mal den Bogenprojektor ausprobieren. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der so ist. Keine Ahnung. So, ich wundere mich bloß gerade. Achso, natürlich, wir haben ja gar keine Möglichkeit, eine Pumpgun in die Hand zu nehmen. Deswegen können wir auch die Kollektorenwaffen gar nicht auswählen. So, aber Jacob kann das tun. Der hat auch schon die Geff-Plasma-Schrotflinte in der Hand, ist ja sehr interessant. Genau, da haben wir einmal das Katana, die Eviscerator. Und wir nehmen aber die Plasma-Schrotflinte, die er schon in der Hand hat. So, und hier bei der schweren Pistole, da hat er auch schon die M5 ausgewählt. Gut. Und Miranda noch. Die kann auch die automatische Pistole und dann die schwere Pistole auswählen, hat auch schon die M5 ausgerüstet. Wunderbar. Da gibt es momentan also nichts dran zu ändern. Reden wir mal mit Jacob. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandy zu dienen, Commander. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandy. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Mr. Taylor. Geht mir genauso, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Und Jacob, muss ich sagen, mag ich wirklich, weil er von den Ansichten her von allen Cerberus-Mitarbeitern eigentlich die vernünftigsten hat. Er weiß ganz genau, dass Cerberus auch in ziemlich kriminelle und unmögliche Machenschaften verwickelt ist. Übrigens mal ein Ausblick auf den Antriebskern. Im Original war der ein bisschen kleiner, würde ich denken. Ne? Also, Quatsch, das heißt im Original, im ersten Teil, in der ersten Normandy. Und da hat Tali sich ja immer dort aufgehalten. Das wird sie auch in diesem Teil wieder tun, denn wir werden sie wieder dann noch rekrutieren. Aber jetzt nicht sofort. So, da drüben geht es wieder ins Tech-Labor, wo es momentan noch nicht reingeht. So, hier dürfte es eigentlich noch nichts geben, ne? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der ULG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ULG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandy mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden zwei subatomare Partikel miteinander verknüpft. Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten. Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Wir können dadurch Daten in Form von Quantenbits senden. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard.
So, und an der Stelle muss ich Mass Effect 2 mal ein ganz großes Lob aussprechen, denn das klingt alles total Science-Fiction-mäßig, aber das gibt es wirklich. Man hat tatsächlich schon an Quantencomputern gearbeitet und ein Ansatz dabei geht genau in diese Richtung, dass man zwei Quanten miteinander ineinander verschränkt und diese dann eben genau, wie es ja erklärt wurde, immer genau den entgegengesetzten Zustand des anderen Quantums annehmen. Und dadurch theoretisch eine verzögerungsfreie Kommunikation oder ja, also zwischen den beiden Computern, in denen diese Quanten dann eingebaut sind, möglich ist. Das klingt total abgefahren, ist aber tatsächlich in der Forschung. Also das ist alles Quantenphysik, Quantenforschung wird tatsächlich gemacht. Natürlich ist es noch nicht so, dass da eine kommunikationsfähige Anlage dann möglich ist, wie das hier dann der Fall ist, dass man mit dem Unbekannten dann reden kann oder sowas. Aber tatsächlich gibt es diese verschränkten... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Aber ich hatte doch schon so viele. Aber tatsächlich gibt es diese verschränkten Quantenzustände und es ist tatsächlich so, dass die Quanten sich dann ändern, wenn das eine Quantum sich ändert, dass das andere sich dann mitändert, wenn die miteinander verschränkt wurden vorher. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist tatsächlich ganz gut recherchiert, sag ich mal. Also ich denke mal, da werden sie halt irgendjemanden, der... Also da stecken auf jeden Fall Leute dahinter, die ein Faible für Physik, für Naturwissenschaften haben und das macht auch den Spaß aus irgendwo, weil man sich wirklich Mühe gegeben hat, dann auch ein bisschen Hintergründe einzuarbeiten, die wirklich richtig sind, die stimmen. Man hat da wirklich versucht, eine fundierte Science-Fiction aufzubauen, sage ich mal. So. Keine neuen Nachrichten. Willst du mich verarschen? Was soll das? Du bist blöd, Alter. So, wir gehen mal hier rein. Und schauen uns mal den Rest des Schiffes an. Das ist riesig, sag ich mal. Quartier schauen wir uns gleich noch an. Wir gehen erstmal in die Mannschaftsquartiere, die momentan noch nicht so voll sind. Von daher wird es erstmal noch nicht so lange dauern, hier uns umzuschauen. So, wir sehen schon, die ganzen Türen sind alle zu hier. Lebenserhaltung, Backboard, Beobachtungsdeck. Da kommen überall noch Leute hin. Auf die Herrentoilette können wir schon gehen. Das ist sehr schön. Allerdings gibt es da nicht allzu viel zu tun. Waschen können wir uns nicht. So, wir haben hier das Mannschaftsquartier, weiß ich gar nicht, wer hier ist. Ach, nur die normale Crew. Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. So, ich habe das Gespräch mal mitlaufen lassen, weil die gehören da auch mit zur Crew, das kann man sich auch mal anhören und ich staune gerade drüber, wie sehr der Antriebskern hinten vibriert. Na gut, warum nicht? So, ansonsten gibt es hier nicht viel zu entdecken. Da kann man immer mal wieder reinschauen und die Gespräche mit anhören. Hier gibt es einen netten Kommentar von Shepard. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Danke für den Hinweis. So, auf das Steuerbordbeobachtungsdeck kommen wir auch noch nicht, kommt aber alles noch. Wir gehen mal kurz hier hinten schauen, denn hier müsste irgendwo das Büro von Miranda sein. Ach, und natürlich die medizinischen Labore. Ja. Denn da gibt es jemanden, den hatten wir im ersten Teil auch schon auf dem Schiff. Dr. Chakwas. Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert, aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Also auch hier wird es wieder Nebenaufträge für alle möglichen Crewmitglieder geben. Dazu zählt auch Dr. Chakwas, die eine der wenigen ist, die in allen drei Mass Effect Teilen mit auf der Normandy zu finden ist. Also unsere Doktorin, die hatten wir ja auch schon im ersten Teil dabei, ist hier auch wieder mit von am Start und ist, soweit ich mich erinnern kann, auch im dritten Teil dabei. Also ich glaube, die ist wirklich in allen drei Teilen mit dabei. Gut, und dann sprechen wir mal mit ihr. Den Ice Brandy können wir ihr bestimmt mal irgendwann mit besorgen. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten.
Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Wenn du die Schotten ächzen hören willst, musst du sie nur Engländer nennen. Entschuldigung, der fiel mir gerade so ein. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das hatten wir natürlich schon, Entschuldigung. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Also wir hören schon, Dr. Chakmas, die ist ein richtiger Veteran, die hat wahrscheinlich schon mehr mitgemacht als wir. Zwar nicht im Kampfeinsatz, sondern an der Heilungsfront, aber trotzdem. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Ja, das wird sich noch ändern, wir kommen überall noch hin. Also die ganzen Gebiete werden sich alle noch öffnen. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Ja, also das wird sich alles noch öffnen mit Crewmitgliedern, die dann dazukommen nach und nach. Aber sprechen wir doch mal mit denen, die schon da sind. Zum Beispiel dem netten, ich möchte nicht sagen Kneiper an Bord, sondern er ist ja schon ein vernünftiger Küchenchef. Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte... Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch. Aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Gaswasser, Scheiße und dann noch Essen machen. Das ist doch eine schöne Kombination. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Eine schöne Umschreibung, muss ich sagen. Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich mache. Oh, das habe ich ja schon. Entschuldigung. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Kommen ein bisschen auseinander, muss ich sagen. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist. Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt.
Naja, wenn du meinst. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ja, auch solche ganz einfachen Beispiele gibt es, wie man bei Cerberus landen kann. Seine Familie wurde, wenn ich das richtig rausgehört habe, getötet von den Batarianern bei einem Angriff. Und nur ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Ja, auch da kommt noch jemand, kommt dann jemand rein und da kommen wir dann später auch hin. Und dadurch, dass seine Familie getötet wurde, ist er dann einfach bei Cerberus gelandet, weil er Aliens nicht mehr vertraut hat. So, gehen wir aber mal bei Miranda ins Büro, denn die ist nach uns die zweite Frau an Bord. Commander, was kann ich für Sie tun? Also, das hat sich jetzt vielleicht falsch angehört. Sie ist nicht die zweite Frau, sondern der zweite Mann als Frau. Die zweithöchste Position eben an Bord in der Befehlskette. So. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Sind Sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Die Teams, denen Sie vor Ihrem Unfall begegnet sind, gehörten größtenteils zu unserer militärischen Sparte. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandy noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber Sie sind eben was Besonderes. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Also ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, weil ihr gerade sagte, auch Ihr Aussehen wurde modifiziert, um Erfolg zu haben.
Ja, also ich meine, sie hat Brüste. Aber ansonsten, ich finde sie jetzt nicht sonderlich hübsch, muss ich sagen. Sie hat ein viel zu breites Gesicht irgendwie. Von daher, ich weiß nicht. Also mein Typ wäre sie nicht, muss ich sagen. Ganz davon abgesehen, dass ich ihre Art jetzt nicht so toll finde. Aber egal. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. So, okay. Ja, das war natürlich eine tolle Feststellung. Sie hat Brüste. Die hat man immerhin bei der genetischen Modifikation drangelassen. Wunderbar. Ist klar, denn man will ja auch als Frau bei Verhandlungen erfolgreich sein und kann dann immer mal ein bisschen ablenken. Nein. Ich möchte keine Vorurteile gegenüber Frauen in Verhandlungen hier äußern. Das meine ich jetzt nicht ernst. Nicht, dass sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt. Gut, also nochmal runter aufs Maschinendeck. Ich glaube, hier gibt es momentan noch nicht so viel. Ja, da gehen wir gleich rein in den Frachtraum. Genau, da drüben ist zu. Unten gibt es noch nichts momentan. Da ist momentan einfach nur ein Durchgang. Und hier wird auch noch jemand landen. In dieser Ecke und wird sich die ganze Zeit verkriechen. Aber das kommt dann alles später noch. Jetzt gehen wir erstmal noch kurz hier drüben hin aufs Maschinendeck. Und das sieht momentan noch ziemlich leer aus. Da gibt es nur die zwei Spaßvögel hier. Mit denen möchten wir noch kurz reden, dann sind wir durch. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod hat dieser hinterhältige Udina die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen und anscheinend tut das nur Cerberus. Auch das ist ziemlich nachvollziehbar, muss ich sagen. Es ist zwar blöd, dass sie ausgerechnet Cerberus folgen, aber ich kann verstehen, warum sie es tun. Und es ist natürlich ganz toll zu hören, dass unsere Mühen insofern umsonst waren, dass niemand unserem Beispiel folgt oder niemand von der Führungsschicht, sondern dass es einfach totgeschwiegen wird dort. Immerhin, unsere Mühen waren natürlich insofern schon fruchtbar, haben natürlich insofern schon gefruchtet, dass wir Saren und die Sovereign aufgehalten haben und die Menschheit und alle anderen Völker noch nicht untergegangen sind. Aber egal. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was sie gesagt hatten. Ich habe sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist doch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Interessant. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Gibt's auch selten. Frauen als Maschinenbauer, ne? Also kommt vor, aber ist nicht so oft verbreitet, muss ich sagen. Was halten Sie von Cerberus?
Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Weitermachen. Jawohl, Commander. So, ich finde die beiden putzig. Ich glaube, die... Also wir werden das später immer noch mal... Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Hab ich doch gesagt. Wir werden auch später immer noch mal was von denen hören. Die werden halt auch miteinander quatschen. Vor allem, weil wir hier auch öfter mal vorbeigehen werden. Denn wie ich schon erwähnt habe, Tali wird hier unten stehen. Und Tali möchte ich mich ja ein bisschen mehr widmen im Laufe dieses Spiels dann. Ja, aber... Ich finde die beiden auch jetzt schon ziemlich putzig. Also ich glaube, die sind gar kein Paar oder bestehen zumindest darauf, dass sie kein Paar sind. So, und jetzt gehen wir noch aufs Quartier. Aber sie benehmen sich natürlich so wie ein bisschen altes Ehepaar. Ist ja auch kein Wunder, wenn sie schon seit einer halben Ewigkeit zusammen rumhängen. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Yay! So, das ist also unser Reich sozusagen. Und wir können uns hier nochmal umschauen. Wir haben hier eine Ehrenmedaille. Ist das nicht schön? Ah ja, genau. Hier können wir uns die einzelnen Erfolge, die wir schon erreicht haben, anschauen. Retten Sie Ihre Crew vor einem übermächtigen Angriff. Das gab es halt am Anfang. Kehren Sie in den aktiven Dienst zurück. Bla bla. Gibt es also ganz viele, die wir hier alle noch abarbeiten können. Ich glaube nicht, dass wir alle schaffen werden. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen, aber relativ viele davon ergeben sich einfach schon durch die Story, dass wir die abarbeiten. Auch hier haben wir nochmal ein eigenes privates Terminal. Ich finde auch sehr interessant, hier heißt es Privatär-Terminal und wenn wir dann hier drauf gehen, heißt es Privat-Test-Terminal. Na gut, egal. So, es ist sowieso immer so eine Sache, welches Geschlecht man eingedeutschten Begriffen aus dem Englischen gibt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Manchmal, also meistens orientiert man sich dabei daran, was im Deutschen für ein Geschlecht verwendet wird, aber eigentlich gibt es dafür keine festen Regeln, ne? So, hier könnte man... Ich mach mal wieder aus. Ja, können wir halt auch ein bisschen Musik uns anmachen, wenn wir wollen. Okay, jetzt habe ich nicht ausgemacht, sondern umgestellt. Egal. So, und dann haben wir hier natürlich noch die Auswahl der Panzerung. So, wir gucken mal kurz durch. Ich weiß gar nicht, ist da irgendwas Neues dazu gekommen? Nee, ne? So, ich wechsle aber vielleicht mal auf das hier. Und bei der Panzerung... Ach, weißt du, da können wir eigentlich mal so ein Gesamtoutfit hier nehmen. Wollen wir nicht die Teampanzerung nehmen? Warum eigentlich nicht? Komm. Nehmen wir mal für die nächste Mission und dann können wir uns jetzt noch auf den Weg machen. Wir haben jetzt lang genug rumgetrödelt hier. Mensch, so viel Zeit schon vergangen und wir haben noch nichts gemacht, außer die Normandy zu erkunden. Meine Güte. So, stürzen wir uns auf in den Weltraum. Gibt es irgendwas Neues, Kenny? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Gut. Noch etwas, Commander? Nein. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Na klar, jetzt gerade nicht.